Also, herzlich willkommen bei der heutigen Masterclass. Heute bin nicht ich, die euch hier durch den Abend führt, sondern die liebe Samantha Gallet. Samantha ist auch ein Greenie, eine Greenie-Partnerin aus Österreich. Ich habe gerade schon kurz mit ihr gesprochen. Sie hat eine eigene Praxis für achtsame Körperbegleitung und hat sich dem Thema so Traumaheilung gewidmet. Viel um die eigene Größe zu kommen. Es geht viel um Verbindungen mit dem Körper, der Erde und der Natur. Da kann Samantha uns gleich nochmal generell mehr zu erzählen. Die Masterclass heißt ja das Konzept des Traumas. Also es wird sehr, sehr viel um Trauma gehen, was beim Trauma passiert, wie körperliche Auswirkungen sein können, was unsere Entscheidung beeinflusst. Also so verschiedene Sachen rund um das Thema Trauma, was das ganze Thema mit Greenie zu tun hat. Und ich bin sehr gespannt. Also ich schalte mich hier gleich ein bisschen aus. Ich lege mich zurück und höre zu. Und Samantha übernimmt den Abend. Und ich bin sehr gespannt. Samantha, stell dich gerne vor. Erzähl uns nochmal, was du machst. Und ganz viel Spaß. Ja, liebe Alexa, herzlichen Dank für die Einladung. Auch lieben Dank an die Tatjana, dass ich heute hier zu euch sprechen darf. Ganz herzlich willkommen allen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ich weiß, das ist ein Thema, das ist herausfordernd. Traumas, die mag man sich lieber nicht so anschauen. Man ist lieber im Frieden und in der Einheit. Und darum bewundere ich jeden und jede, die heute Abend sich die Zeit genommen hat, da mit teilzunehmen. Es geht um Trauma. Und wie es unser Leben beeinflusst und wie wir in die Heilung gehen können. Und ich werde einen Mix aus meinem Schatzkästchen machen, das, was ich in meiner Praxis erlebe. Und ich werde euch auch in einzelne Übungen ein bisschen schon hineinführen. Wichtig ist, wir haben nur 1,5 Stunden so pauschal Zeit. Das heißt, es ist nur eine Einführung, ein Schnuppern. Und vielleicht bekommt die eine oder die andere Lust, mehr sich diesem Thema zu widmen. Was erwartet dich heute Abend? Ich werde mich zuerst vorstellen und dann schauen wir uns an, warum soll man sich überhaupt mit dem Thema Trauma auseinandersetzen. Wir schauen uns aber auch ganz konkret an, was ist dein Traum? Das heißt, was ist deine Vision oder was ist dein Fokusziel? Was möchtest du hier auf dieser Erde jetzt leben? Wir werden auch 2 Körperübungen machen. Für mich ist es als Körperbegleiterin ganz wichtig, den Körper immer zu integrieren. Der Körper ist für mich derjenige oder diejenige, der oder die nicht lügt. Das heißt, im Körper sitzt die Wahrheit und wir werden mit dem Körper auch arbeiten. Ich werde mit euch eine Entspannungsreise zu deinem Traum machen, zu dem Traum, der für dich jetzt aktuell wichtig ist. Und dann werde ich einfach aus meinem Wissen heraus euch ein bisschen erzählen über Trauma. Ich bin aus Österreich und wir sagen Trauma und Traumen. Ich weiß, dass die Deutschen Traumatas sagen. Also das ist das gleiche, Traumatas und Traumen. Nur für mich ist es einfach gängiger, dass wir Traumen sagen. Und ich werde euch auch erklären, was ist ein Trauma, was passiert bei einem Trauma und wie beeinflusst es auch den Körper, was sind oder was können körperliche Auswirkungen sein. Und dann ist natürlich das Spannende, was hat das mit Greenie zu tun? Wie wirkt der Greenie Garden Master jetzt ganz konkret in unserem Körper und wie beeinflusst er, unter Anführungszeichen, unsere Traumaheilung? Weil das tut er. Und die Frage ist dann, wenn ich euch erkläre, was bei einem Trauma passiert, da gibt es einen gesunden Teil und einen traumatisierten Teil und einen Überlebensteil. Und wichtig ist, dass wir aus dem gesunden Teil agieren. Und wie erkennst du, wenn du Entscheidungen triffst, wenn du handelst, aus welchem Raum heraus, aus welchem Teil heraus agierst? Das ist nämlich das Wichtige. Und am Schluss möchte ich dann einfach euch noch Raum geben, dass ihr Fragen stellen könnt und
ja, was euch beschäftigt oder welche Fragen aufkommen. Wichtig ist, du brauchst im Laufe des Abends einen Notizblock und was zum Schreiben. Das heißt, wenn du noch nichts bei der Hand hast, vielleicht magst du jetzt kurz einen holen. Und ja, super, danke. Ich würde mich freuen, wenn auch die anderen ihre Videos freischalten, weil für mich ist das ein sehr persönliches Thema. Und wenn ich euch selber sehe und auch die Reaktion habe, dann ist es für mich so, ja, wie wenn ich zu Freunden spreche. Und ich bin sehr froh über die paar, die da sich freigeschaltet haben. Ja, ich möchte mich zuerst einmal vorstellen. Mein Name ist Samantha. Ich bin in Österreich. Ich habe eine eigene Praxis für Körperbegleitung. Und zwar bin ich 2010 aufgrund einer Krankheit, die ich dann alternativ geheilt habe, bin ich auf einen Dusch hellsichtig geworden. Und zwar konnte ich in den Körper hineinsehen. Für mich war das sehr überraschend, sehr erstaunlich. Ich habe dann das immer mit einer Heilpraktikerin überprüfen lassen, zuerst bei mir, dann im Familienkreis, im Freundeskreis. Und ich habe nicht gewusst, was ich sehe. Also habe ich dann 2015, 2016 eine Körperausbildung gemacht, die für mich sehr achtsam ist. Das ist eine Ausbildung gewesen, wo wir gelernt haben, mit dem Körper zu reden. Und der Körper gibt die Antwort. Und wir haben einfach die Körpersprache gelernt. Und habe dann 2017 meine eigene Praxis eröffnet. Habe mehrere Standbeine und 2021 im Dezember ist dann Grini. Na, das ist später. Im Dezember 2021, während einer Corona-Erkrankung, kam ich mit dem hexagonalen Wasser noch Arthur Trinkle in Kontakt. Ich habe das Video gesehen und spannenderweise hat ein Freund dieses Gerät, der ganz in der Nähe wohnt, und ich habe dann dieses hexagonale Wasser bekommen. Und ich war so fasziniert von diesem hexagonalen Wasser. Ich konnte sehen, was es bei mir im Körper macht, was es in der Zelle macht. War fasziniert, habe es wirklich jeden Tag einen Liter getrunken und habe überhaupt keine körperlichen Veränderungen gemerkt, was mich sehr erstaunt hat. Allerdings sind die Sitzungen, die ich selber nehme, ich mache regelmäßig, dass ich zu einer Scherzotherapeutin gehe, die sind in eine Tiefe gegangen, dass ich mir nur gedacht habe, wow. Und dann nach 4 Monaten habe ich gespürt, wow, jetzt kommt eine körperliche Veränderung. Und es ist eine Kraft gekommen, die phänomenal war und phänomenal ist. Und ich habe dann mit diesem Freund geredet und habe gesagt, du, ich habe das Geld und trotzdem kaufe ich mir dieses Gerät nicht. Ich weiß nicht warum. Und ich habe immer eine Erfahrung mit den Blumen, mit den Pflanzen erzählt. Und er sagt zu mir, Samantha, ich habe ein Video für dich. Das, glaube ich, ist deines. Er hat mir den Greeny Garden Master gezeigt. Ich habe 1 Minute gesehen und habe gewusst, das ist es. Und ja, so bin ich zu Greeny gekommen. Freue mich natürlich, wenn er geliefert wird. Ich habe mir in der Zwischenzeit aber trotzdem dieses Gerät vom Arthur Trenkle, den Zelltuner, gekauft, weil ich einfach nicht mehr so lange auf das Wasser warten wollte. Und kann aus eigener körperlicher Erfahrung sagen, es wirkt. Ja, das ist nur kurz zu mir. Ich habe mich im Laufe meiner Jahre auf das Thema Trauma spezialisiert, aus meinem eigenen Hintergrund. Ich habe sehr heftige Traumen in meinem Leben erlebt. Eines meiner Haupttraumen ist, dass ich ein alleingeborener Drilling bin, was ich nicht wusste. Und das ist ein Trauma, das in der Zelle abgespeichert ist, wo kein Zugang über den Kopf, über den Verstand, über meine Mutter ist, weil die das nicht wusste. Und hat mein ganzes Leben beeinflusst. Und aufgrund dessen habe ich mich eben diesem Thema gewidmet. Die Frage ist, warum ist es überhaupt wichtig, sich einem Traumathema zu stellen? Und wir sehen ja, es sind nicht so viele Leute, die den Mut haben, sich dem Thema zu stellen. Wenn man sich einem eigenen Trauma
nicht stellt, beziehungsweise dem sich gar nicht bewusst ist. Und ganz ehrlich, jeder Mensch auf unserer Erde hat einen Trauma. Jeder und jede. Das gibt es gar nicht, dass wir kein Trauma haben. Und wenn man sich dessen nicht bewusst ist, ist die Gefahr sehr groß, dass man sich wieder Situationen anzieht, wo dieses Trauma wieder verstärkt wird. Man nennt es eine Retraumatisierung. Das ist ein Grund. Ein zweiter Grund ist, es gibt einen Teil in uns, den nennt man den Überlebensteil, und der möchte mit aller Gewalt verhindern, dass du wieder zum Trauma kommst. Und das kostet unglaublich viel Kraft. Und je älter man wird, desto weniger Kraft hat man. Und irgendwann stößt das Leben dich dann wirklich an dein Trauma ran. Und dann ist es sehr schwierig, wenn du nicht vorbereitet bist. Wenn du dich diesem Thema stellst und durchgehst, und das kann in die Heilung gehen, dann kann ich euch versprechen, aus eigener Erfahrung und aus dem Wissen von anderen, es kommt ein innerer Frieden. Und dieser Frieden ist etwas, wonach wir uns alle sehen. Viele möchten in die Einheit, viele möchten in das Ganzsein, wenn du Traumen hast. Und ich habe gesagt, jeder von uns hat das. Beim Traumaerlebnis spaltet sich ein Teil ab. Und wir können nicht ganz sein, wenn wir nicht diesen traumatisierten Teil zurückgeholt haben. Das heißt, wenn du eins sein möchtest, wenn du ganz sein möchtest, ist es einfach unabdingbar, dass du dich diesem Thema stellst. Und wenn du von der Lebensaufgabe, also sprich, wo du dein Leben aufgibst, wenn du von diesem Trauma zu deinem Traum, zu deiner Lebensbestimmung oder zu deiner Vision kommen möchtest, dann ist es auch eine Grundvoraussetzung, dass du dich diesem Thema widmest. Um sich einem Trauma zu stellen, ist es ganz wichtig, dass dein gesunder Teil stark ist oder dass dein gesunder Teil zuerst gestärkt wird. Ich habe dieses ganze Konzept nicht gewusst, ich war schwer traumatisiert, vor allem auch dann durch die Geburt meines ersten Sohnes, das war ein Kaiserschnitt mit hochtraumatischen Erlebnissen. Und ich habe mich diesem Thema gestellt, ohne dass mein gesunder Teil stark genug war. Und es war wirklich, wirklich lebensgefährlich, würde ich heute sagen. Lebensgefährlich. Darum ist mein Ansatz jetzt immer zuerst, den gesunden Teil zu stärken, zu schauen, wie kannst du in die Kraft kommen. Und jeder Mensch hat einen gesunden Teil. Weil, wenn das Trauma zu groß gewesen wäre und wenn der gesunde Teil das nicht mehr gepackt hätte, dann wärst du gestorben. Und alleine, dass du hier bist, alleine, dass du lebst, ist ein Zeichen, dass dein gesunder Teil stark genug ist. Und ich möchte das heute mit euch machen, indem wir einfach mal schauen, was ist überhaupt deine Vision, dein Traum? Jeder Mensch hat den in sich. Jeder. Die meisten haben ihn im Herzen, aber die wenigsten haben wirklich einen Zugang zu ihrem Herzen. Und trotzdem ist immer so eine Ahnung da, eine Sehnsucht, etwas, was dich antreibt, etwas, was dich motiviert. Und ich möchte mit euch jetzt einfach mal diesen Traum, den du jetzt hast, und der kann sich immer wieder verändern, weil es gibt so viele verschiedene Bereiche. Wir werden jetzt nicht gleich den ganzen großen nehmen, sondern einfach jetzt einen deiner Träume, Visionen. Und dazu lade ich euch ein, dass ihr jetzt einfach mal die Augen schließt. Lehnt euch mal zurück, macht es euch mal bequem. Ich werde jetzt einfach verschiedene Aspekte deines Lebens sagen. Und du schaust, wo springst du, bei welchem Thema springst du an? Wo ist ein inneres Lachen oder so ein inneres Feuer, wo du sagst, na ja, da hätte ich jetzt gerne
weitergearbeitet in diesem Bereich. Wichtig ist, nimm einfach mal ein paar tiefe Atemzüge und stell deine Füße gerade auf den Boden. Nimm noch einen tiefen Atemzug. Und wenn du jetzt an Greni denkst, dann spür mal, ist da ein Feuer in dir, ein inneres Lachen? Und wenn du magst, das ist nur wenn du magst, kannst du schauen auf einer Skala von 0, da ist überhaupt kein Lachen, bis 10, da sprudelst du über. Was ist das für ein Wert? Und dann gehst du zum nächsten, zum Thema Beziehung. Möchtest du da ein Ziel oder eine Vision setzen? Was hat das für einen Wert auf deiner Skala? Dann geht zum nächsten Thema, zum Thema Gesundheit. Und auch da kannst du schauen, welchen Wert auf deiner Skala das hat. Oder vielleicht ist es das Thema Beruf und Berufung. Oder ist es das Thema Geld und Finanzen? Und du kannst jedes Mal für dich schauen, auf deiner Skala, welchen Wert das hat. Oder ist es das Thema Spiritualität? Oder ist es das Thema Kreativität und wie du dich kreativ ausdrücken kannst? Oder ist es das Thema, welchen Beitrag du für die Welt geben kannst? Oder ist es deine Denkweise über dich selbst? Und dann spür mal hinein, wo war die größte Energie, die größte Leidenschaft, das größte Feuer, bei welchem dieser Bereiche? Und wenn du den Bereich gefunden hast, dann öffne deine Augen und schreib mir einfach in den Chat, welcher Bereich für dich gekommen ist oder wichtig ist.
Und das Prinzip, das ich euch heute vorstelle, kannst du auf alle Bereiche anwenden. Du nimmst immer den Bereich, wo es jetzt für dich, wo die größte Energie dahinter ist. Es ist nicht sehr sinnvoll, dass du zum Beispiel jetzt ein berufliches Thema nimmst, wenn du gerade einen großen Konflikt mit deinem Partner hast oder mit deinem Nachbarn. Ja? Das heißt, nimm immer das Thema, was für dich jetzt gerade wichtig ist. Ich hätte gerne einfach diese Themen, damit ich dann, wenn ich euch in die Entspannungsübung hinein begleite, dann kann ich das ein bisschen besser von der Wortwahl her nehmen. Okay, und während manche noch hier schreiben, möchte ich euch vor der Entspannungsreise, wir werden eine Entspannungsreise machen zu unserem Traum, zu diesem deinem Traum, der sich in diesem Thema, das du ausgesucht hast, zeigen möchte. Und wir werden jetzt aber vorher eine Körperübung machen, nämlich wir werden die Gehirnhälften verbinden. Und dazu bitte ich euch, dass ihr einfach jetzt mal kurz aufsteht und jetzt gehe ich ein bisschen zurück, damit ihr mich seht. Wenn wir die Gehirnhälften verbinden, ist es einfach wichtig, dass wir links und rechts überkreuzen. Das heißt, rechter Ellbogen geht zum linken Knie. Und wer es schafft, kann auch probieren, mit der rechten Hand zum linken Zehen. Und dann wechseln, also rechts zu links. Genau, dann schütteln wir uns noch ein bisschen aus und dann lade ich euch ein, dass wir wieder herkommen. Im Sitzen gibt es auch einen Trick. Wenn du mir zuhörst, dann kreuze doch deine Beine, dass unten ein X ist und die Hände legst du auf deine Oberschenkel und machst das auch über kurz. Das heißt, es ist eigentlich dann wie ein Achter. Und wenn man redet so und ihr hört zu und ihr macht diesen Achter, dann geht der Energiefluss eben wie die Acht. Ja, ich möchte euch jetzt einladen, eurem Traum, eurer Vision in diesem Thema, in diesem Bereich, das du gewählt hast, dir zu finden. Und wenn du jetzt das machst, erlaub dir jetzt innerlich und sprich das jetzt, du bist alleine zu Hause, sprich das jetzt laut aus, ich erlaube mir, groß zu träumen. Sprich das laut aus. Und sag es nochmal und betone das Wort groß. Und du kannst dir ganz sicher sein, es werden jetzt von deinem Verstand, wenn wir hier das jetzt groß träumen, da werden Gründe und Rechtfertigungen kommen, die dich davon abhalten wollen, dass du groß denkst, groß träumst, groß lebst. Und das sind oft Überlebensstrategien, die du von deinen Vorfahren übernommen hast. Das heißt, die sind dir als Kind schon, ich möchte wirklich sagen, eingeimpft worden, die sind dir als Kind oft schon durch die Muttermilch, hat das Kind das schon in sich reingenommen. Und es sind so Sätze wie, du träumst zu viel, bist ja ein Träumerlein. Oder bleib auf dem Boden der Tatsachen.
Oder später dann, Träume sind nur Schäume. Oder, das sind doch nur Träumereien. Das sind so Sätze, die haben wir in der einen oder anderen Form alle mal gehört. Und wenn dein Verstand dir die jetzt während dieser Reise sagt, ignoriere es, das sind nicht deine Sätze. Die hast du gehört. Die sind nicht deine Wahrheit. Und das ist ganz wichtig. Und wichtig ist einfach, dass du dich wirklich jetzt traust. Jetzt muss ich das Licht noch einschalten. Groß zu denken, und du musst überhaupt nicht daran denken, wie könnte das in Erfüllung gehen. Um das geht es nicht. Es geht nur um dein Ziel. Wenn du klar bist in deinem Ziel und wenn es aus dem gesunden Teil kommt, wird das Leben das organisieren, arrangieren. Ich habe gerade einen Umzug hinter mir, einen Umzug nach Hause zu meiner Mutter. Es ist eine Entscheidung gewesen, die hätte ich ganz ehrlich freiwillig nicht getroffen. Ich habe aber gespürt, aus meiner Wahrheit heraus, dass in 3 Jahren werde ich sagen, es war die beste Entscheidung. Es war unglaublich viel zu tun. Mein Vater ist gestorben. Wir mussten das Haus ausräumen, meinen Bereich renovieren. Es ist Corona gewesen. Wir haben, also bei uns gibt es Handwerker erst in einem Dreivierteljahr. Liebe Leute, ich sage es euch, es ist geflossen, dass ich nur mehr so geschaut habe. Der Elektriker hat sich mit dem Installateur die Handklinke gegeben. Ich bin da gestanden, wirklich mit offenem Mund, absolut offenem Mund. Es war unglaublich anstrengend, das ist ein Umzug. Aber ich habe gesehen, gespürt, erlebt, welcher Segen darauf liegt. Und auch wenn noch viele Teile in mir schlucken und im Aufruhr sind, weiß ich, weiß es. Da ist ein ganz ein tiefes inneres Wissen, es ist richtig. Ja, das möchte ich einfach damit sagen, wenn ich mir Gedanken gemacht hätte, wie könnten wir das Ganze jetzt schaukeln, ich glaube, ich wäre ausgestiegen und wäre überhaupt nicht daher gesiedelt. Ja. Also macht euch keine Gedanken, bitte, wie das in Erfüllung geht. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Ja. Gut. Wir werden nach der Entspannungsreise das aufschreiben. Das heißt, du brauchst dann deinen Notizblock in der Nähe, sodass du das jetzt einfach aufschreiben kannst. Für die Reise, die dauert ungefähr 10 Minuten, bitte setz dich oder auch leg dich. Das ist mir gleich wirklich entspannt. Es ist wichtig, dass du entspannt bist, dass niemand jetzt in deinen Raum reinkommt und dass du da jetzt einfach ungestört sein kannst, diese 10 Minuten. Manche, und das ist mir ganz wichtig, manche sehen etwas in einer Entspannungsreise. Und es ist deine Art. Manche sehen nichts und spüren es. Und das ist genauso okay. Ich nenne es sogar, das ist noch um vieles schwieriger als das Sehen. Manche, die sehen nichts, die spüren nichts. Und die haben einfach diesen Drang, sich zu bewegen. Und die drücken das durch einen Tanz aus. Oder die kriegen Lieder und Töne möchten ausgedrückt werden. Wie immer dein Weg ist, es ist erstens der richtige. Und zweitens, es ist dein Weg. Also vergleich dich jetzt nicht mit anderen, wenn du dann hörst, ich habe das und das gesehen. Spielt überhaupt keine Rolle. Es geht um deinen Traum, um dein Ziel. Und das ist okay. Gut, dann lade ich dich ein, die Augen zu schließen. Wenn du aber ein Typ bist, der die Augen gerne offen hat und einfach in die Ferne starrst,
ist genauso okay. Einfach so, dass du wirklich jetzt zu dir kommen kannst. Leg oder setz dich bequem hin. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Und dann gib ganz klar innerlich, du kannst es auch laut aussprechen, das Ziel vor. Sag, ich will meinen Traum in dem und dem Bereich, Bereich Beziehung oder Greeny, was immer dein Bereich ist, ich will den jetzt kennenlernen. Ich erlaube es, dass ich das jetzt kennenlernen darf. Ich darf meinen Traum kennenlernen. Und ich bitte meinen Körper, mir jetzt auf seine Weise zu zeigen, wo ist in meinem Körper der Bereich, der den Traum aufbewahrt hat, wie ein Schatzkästchen. Und geh so wie der Delfin, scanne mal so deinen Körper durch. Ist es vielleicht im Herzen? Bei manchen Frauen sitzt er auch in der Gebärmutter. Vielleicht im Solarplexus. Es gibt auch so eine Stelle links unter der Brust. Da ist ein Organ. Vielleicht ist es das. Und wenn du magst, kannst du deine Hand dorthin legen. Und wenn du keine Stelle gefunden hast, macht nichts. Dein Schatzkästchen ist trotzdem da. Und sag diesem Teil, danke. Danke, dass du es immer behütest. Und so wie bei einem Schatzkästchen, wenn man den Deckel hebt, heb deinen Deckel von deinem Schatzkästchen zu deinem Thema und spür mal oder schau oder rieche. Was ist da für eine Energie drinnen? Was willst du in diesem Bereich erreichen? Und dann nimm einen Atemzug und sag Danke. Und mit dem Atemzug mach es noch größer. Blas dein Schatzkästchen auf wie ein Luftballon und sag, ich will es noch größer sehen.
Ich darf größer träumen. Und ganz egal, was dein Verstand sagt, sag Danke. Nimm einen tiefen Atemzug und bitte darum, dass es noch größer sich zeigt. Und dann lade deine Zellen ein und sag zu ihnen, sie sollen das jetzt abspeichern, wie am PC. Die Zelle weiß, wie sie abspeichert. Und wenn du willst, kannst du deiner Zelle auch versprechen, dass du immer wieder in diesen Raum hineingehst und sie erinnerst. Und dann nimm einen tiefen Atemzug und lass dieses Wissen jetzt in jede Zelle mit dem Atem, in jede Zelle deines Körpers gehen. Und vielleicht kannst du auch den Klang hören. Ich höre bei irgendjemandem den Klang. Es ist wie ein Glöckchen, wo jetzt jede Zelle diesen kleinen Glockenton angeschlagen hat und das Wasser schwingt. Und es ist nicht nur bei einem, ich merke das jetzt bei allen. Na, es sind noch nicht alle, aber bei vielen schwingt das jetzt. Ja, dann sag Danke deinen Zellen und danke dir selbst, dass du dich da eingelassen hast. Und mit dem nächsten Atemzug komm wieder ins Hier und Jetzt. Spür deine Füße wieder und deine Zehen und bewege auch deine Finger. Und streck dich. Und dann lade ich dich ein, dass du die nächsten 2-3 Minuten einfach nimmst und dir jetzt so das Wichtigste aufschreibst von deinem Traum, deine Vision. Du was gesehen hast, gespürt hast, gerochen.
Okay. Und jetzt formuliere aus dem, was du erlebt hast, einen Visionssatz. Das heißt, einen Satz in der Gegenwart zu deinem Thema. Und in diesem Satz dürfen keine Wörter vorkommen wie nie, niemand, nicht und kein. Also nicht, dass einer schreibt, ich will von niemandem gekränkt werden. Ja? Oder ich will nicht mehr verletzt werden. Also kein Nicht, kein Niemand. Und ich möchte gleich einfach ein Beispiel geben in der Gegenwart, wenn du jetzt zum Beispiel eine Beziehung hast. Ich lebe in einer Beziehung, die... Und dann schreib, was du erlebt hast. Oder wenn du an Grini denkst, ich denke an Grini oder ich spüre das Grini für mich. Und dann schreib diese deine Vision in einem langen oder in zwei, drei langen Sätzen. So, dass du das wirklich am Papier hast. Das ist ein Satz, den du dann jeden Tag einfach wieder aufladen kannst. Es ist jetzt wer neuer dazugekommen. Ich weiß jetzt nicht wer, aber ich sage hallo. Schön, dass da wer neuer noch dazugekommen ist. Bleib einfach dran. Wir werden in Kürze dann über das Trauma reden. Jetzt ist einfach gegangen, deine Vision für einen bestimmten Bereich deines Lebens zu finden. Okay, wenn du deinen Satz hast, dann bitte kontrollier noch einmal in einem Workshop, würde ich jetzt in eine Partnerübung gehen und du erklärst diesen Satz. Schau bitte jetzt wirklich nach, dass kein drinnen ist, nicht, nie und niemand. Okay, dann haben wir mal einen großen Teil jetzt schon geschafft. Jetzt schauen wir mal, ich möchte euch jetzt ein bisschen was über die Traumen und die Wirkung der Traumen zeigen. Vorher noch eine kleine Körperübung, weil ihr jetzt viel gearbeitet habt. Hier und hier sind die Anfang- und Endpunkte von den Meridianen. Und wenn man sie gegengleich so verschiebt, dann aktivierst du den ganzen Energiekreislauf. Wer das nicht mag, kann er einfach das so nur den Punkt berühren. Du kannst das jetzt weitermachen, aber ich kann es jetzt nicht reden. Ist eine ganz gute Übung, wenn du müde bist, dass du einfach mal kurz diese zwei Punkte aktivierst, was auch eine Möglichkeit ist, in den Ohren sitzen alle Akupunkturpunkte, dass du die Ohren einfach ausstreifst und so sanft, bitte ganz sanft, einfach alle Punkte so, mal schauen, so richtig berührst. Wichtig ist einfach, dass du das sanft machst. Manche Kinder haben oder manche Erwachsene haben ein Trauma, dass sie als Kind, dass die Ohren gezogen worden sind und nicht, dass das irgendwie aktiviert wird.
Ja, dann kommen wir mal zu dem Thema, was ist überhaupt ein Trauma? Ein Trauma ist immer eine lebensbedrohliche Überforderung ohne eingreifenden Zeugen. Das heißt, es ist eine Situation, die für dich lebensbedrohlich ist und es ist kein Erwachsener oder kein Zeuge da, der dir bezeugen kann und helfen kann, dass das wirklich lebensbedrohlich ist. Es gibt offensichtliche Traumen, und die kennt jeder, Mordversuch, Vergewaltigung, Misshandlung. Und von denen mag ich jetzt gar nicht sprechen, weil das sind die, wo man wirklich eine Therapie braucht. Wichtig für mich und in meiner Arbeit sind die stillen Traumen. Traumen, die so normal für denjenigen schon geworden sind, dass es gar nicht mehr als Trauma erkennt. Viele Traumen werden in der Schwangerschaft geprägt oder auch in der Geburt oder bei der Geburt. Und ich möchte einfach ein paar erzählen. Jeder von uns hat eine Geburt erlebt. Wenn du bei deiner Geburt nicht willkommen geheißen worden bist, also wenn sich deine Mutter nicht gefreut hat, ist ein ganz großes Trauma. Oder wenn deine Eltern, wenn du ein Mädchen bist und sie wollten einen Jungen. Oder wenn es schon 4 Jungen waren und jetzt kommt das 5. Kind und es ist wieder ein Junge. Das sind so stille Traumen, die so ganz tief in die Zellen hineingehen und die, ja mei, ich kenne viele, die dann darüber einfach lachen. Die sind, jetzt sind sie erwachsen. Meine Nachbarin hätte ein Bub werden sollen, ein Josef. Jetzt ist halt eine Josefa. Und sie erzählt, witzig, ja, ich bin halt ein Josef geworden, weil ich ein Josef hätte sein sollen. Ja? Was da für ein Schmerz von diesem kleinen Baby, das 9 Monate im Bauch war und auf die Erde kommt, ungeboren wird, was da für ein Schmerz dahinter liegt, wissen die wenigsten. Ich bitte, aufgrund dessen biete ich einen Zyklus an, wo wir wirklich ganz tief in diese Themen hineingehen, weil das sind Sätze, Energien, die gehen direkt in deine Zelle rein, die werden dort abgespeichert und mit denen ziehst du dir dann Lebensumstände an. Gerade in der Schwangerschaft, wo ja noch überhaupt kein Verstandeswissen da ist, wird alles in der Zelle abgespeichert. Mein Trauma, eines meiner großen Traumen war, dass ich ein alleingeborener Drilling war. Ich wusste das nicht. Zu meiner Zeit hat es noch keine Ultraschallbilder gegeben. Ich habe mein ganzes Leben lang etwas gesucht und ich habe nicht gewusst, was ich suche. Und erst durch die Schwangerschaft meines Sohnes, der ein Zwilling war, und der Zwilling ist abgegangen durch diesen, das war ein Schmerz, das war so gigantisch, durch diesen Schmerz bin ich draufgekommen, das ist nicht der Schmerz für dieses Baby, was abgegangen ist, sondern das ist diese unfassbare Trauer, die ich habe, weil mein Zwillings, damals war es mein Zwillingsbruder, abgegangen ist, ja. Und es ist eine jahrelange Auseinandersetzung gewesen. Also wenn ich es nicht selber erlebt hätte, es waren über 15 Jahre, die ich intensivst mit dem Thema alleingeborener Zwilling, und dann bin ich drauf gekommen, dass ich ein Drilling bin. Und wie das dann gekommen ist, dann habe ich gewusst, so, jetzt bin ich da. Das war wirklich so ein Wusch und jetzt bin ich auf der Erde. Also Zwillingsgeschichten sind ganz massiv. Ebenso die Nachricht, wenn deine Mutter erfährt, dass sie schwanger ist, freut sie sich darauf? Freut sich der Vater darauf? Will einer der zwei eine Abtreibung und entscheidet sich dann doch nicht dafür? Das sind Spannungsmomente, die in der Zelle des Babys gespeichert sind. Und du hast keine Ahnung mehr, weil kein Wissen, also kein Verstandeswissen da ist, aber die Zelle hat es abgespeichert. Und es geht darum dann, das ist jetzt ein Teil meiner Körperarbeit,
dass die Zelle auch diesen Schmerz, diesen Schock loslassen darf und dass sie wieder in diese Lebensenergie hineingehen darf. Und wir unterschätzen diese 9 Monate im Mutterleib. Und ich würde sogar sagen, diese Zeit, wo die Seele auf die Erde kommt, das ist noch einmal, sind noch einmal ein paar Monate, wir unterschätzen die Auswirkung dieser Traumen. Was passiert nämlich bei einem Trauma? Wenn solche Sachen passieren, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel her, ich nehme ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Meine Eltern haben während der Schwangerschaft und auch später sehr viel gestritten. Und das war für die Seele, die sich da im Mutterleib inkarniert, das ist ein Reingehen und Rausgehen, ein Reingehen und ein Rausgehen in dieser Zeit, ein sich in die Dichte angewöhnen, das war für meine Seele so schlimm, dass sie einfach gesagt hat, da komme ich nicht. Und der Teil ist einfach nicht gekommen. Es ist zwar der Körper, also ein Teil meiner Seele ist nicht gekommen. Hat sich jetzt durch das hexagonale Wasser gezeigt. Darum erzähle ich das. Was passiert bei einem Trauma? Bei einem Trauma spaltet sich dieses Menschsein, dieses Ich. Ich erzähle da dieses Konzept, das ein Trauma-Therapeut entwickelt hat. Ich bin sehr angetan. Also ich habe wirklich gemerkt, sowohl in der Körperarbeit als auch im Emotionalen, geht es voll in Resonanz. Das ist der Franz Ruppert. Und ich stelle euch nachher dann, und ich bitte die Tatjana, dass sie euch, wenn es euch interessiert, ein Video von ihm hineinstellt. Und er erklärt da richtig, es gibt diesen traumatisierten Teil. Das ist der Teil, der nicht willkommen ist, der abgetrieben, der dieses speichert, dass er abgetrieben werden soll oder dass sich niemand über ihn freut oder dass die Mutter einfach aufgrund ihres eigenen Traumas überhaupt nicht bindungsfähig ist. Das ist ein Baby, das da ist und das möchte die Mutter, möchte die Verbindung, möchte die Nähe und kommt nicht ran. Das ist der traumatisierte Teil, der das abgespalten hat und der bleibt in dem Alter, wo das Trauma passiert ist. Das heißt, wenn das bei der Geburt ist, dann ist der 1 Stunde alt. Oder wenn du als Kind recht geschlagen worden bist und irgendwann spaltet sich ein Teil ab, dann ist es, weiß ich, mit 4, mit 5, je nachdem. Das ist der traumatisierte Teil. Und dann gibt es einen Teil in uns, der möchte unbedingt überleben. Und der wird alles tun, damit du überlebst. Und der Teil ist bei uns allen sehr stark, weil sonst wären wir nicht mehr hier. Aber dieser Überlebensteil hat Angst vor dem, was passiert ist. Und ich nehme jetzt einfach ein krasses Beispiel. Ich hatte eine Klientin, und die hat einen sexuellen Missbrauch. Der Überlebensteil schaut, dass dieser Mensch überlebt. Und er wird dich nie wieder an dieses Thema ranlassen. Und das sind Menschen, die vergessen. Die vergessen, dass sie traumatisiert worden sind. Die vergessen, dass sie einen sexuellen Missbrauch haben. Ich habe eine Freundin, die ist bis zu ihrem 17. Lebensjahr von ihrem Vater sexuell missbraucht worden. Mit 22 wusste die nichts mehr davon. Aber ihr Körper wusste es. Und sie hat mit 22 eine Bulimie bekommen, ist dann ins Krankenhaus gekommen und aufgrund der Aufarbeitung der Bulimie ist dieses Thema hervorgekommen. Bitte, die ist jahrelang missbraucht worden und hat es vergessen. Das ist der Überlebensteil. Der Überlebensteil wird dich nicht mehr alleine, wenn du alleine bist, nicht mehr ranlassen. Und darum ist es einfach so wichtig, dass du dir für solche Themen eine fachgerechte Begleitung holst, damit da eine Sicherheit ist, dass du dich fallen lassen kannst und damit du auch weißt, dass du aufgefangen wirst. Und dann gibt es den gesunden Teil. Der gesunde Teil ist immer da. Und der gesunde Teil will wieder in die Einheit. Der gesunde Teil will wieder ganz werden. Und der gesunde Teil wird alles in die Wege leiten, dass du es machen kannst.
Jetzt drehe ich gerade das Licht auf, einen Moment. Wie stark die einzelnen Teile sind, hängt von dem Vorfall, von dem Trauma ab. Manchmal ist der Überlebensteil stärker, manchmal ist der gesunde Teil stärker, manchmal ist der Traumateil stärker. Wenn du aus dem Traumateil agierst, das sind zum Beispiel die Menschen, und ich bleibe jetzt bei dem Thema Missbrauch, weil es einfach ein heftiges Thema ist, missbrauchte Menschen, die nicht daran arbeiten, missbrauchen weiter. Ganz gleich, ob es jetzt ein Mann ist oder eine Frau, sie sind vielleicht nicht aktiv, aber sie sehen es dann nicht, wenn ihre Kinder missbraucht werden. Das heißt, es ist so wichtig, es ist so unglaublich wichtig, sich sein Thema und seine Traumen anzuschauen, damit wir das nicht an unsere Kinder weitergeben. Ich bleibe bei mir, ich bin ein Zwilling. Ich bin draufgekommen, meine Mutter ist ein Zwilling. Mein Großvater ist ein physischer Zwilling. Ich habe einen Sohn, der ist ein Zwilling. Ich habe Drillinge bekommen, war in dem Fall dann eine Fehlgeburt. Ich habe einen Freund gehabt, der war ein Zwilling. Ich ziehe mir meine Traumen oder solche Menschen, die die gleichen Traumen haben, an. Und das ist nicht nur ich. Jeder zieht sich solche Menschen wieder an. Mit einerseits ist die Hoffnung drinnen, dass man wirklich das Thema aufarbeitet. Das ist die Chance. Und andererseits, das ist jedem seine Entscheidung, ist aber auch die Möglichkeit einer Retraumatisierung. Ich möchte auch noch sagen, wie du das merken kannst. Ein traumatisierter Teil, der spaltet sich ab und entweder geht er, dass er wirklich geht, so wie in meinem Fall in der Schwangerschaft, und dort braucht es dann wirklich Hilfe, diesen Teil zurückzuholen. Wenn es körperlich ist, dann erstarrst du. Und du wirst immer wieder Situationen erleben, wo du agieren möchtest und du kannst nicht handeln. Du möchtest was sagen und du spürst, du hast einen Knopf im Mund. Die Zunge rollt sich ein. Es geht nicht. Das ist dieses Erstarren. Oder der Teil zieht sich zurück. Und manche Teile ziehen sich sehr weit zurück und du suchst es in dir. Und du weißt, es muss in dir irgendwo sein und du findest es nicht. Und daher ist es so wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn du, und Traumaarbeit heißt nicht, dass du es noch einmal durchleben musst. Bitte, das ist ganz, ganz wichtig. Und gerade wenn es so massive Traumen sind, wo viel Schmerz ist, es gibt Therapien, es gibt Körpertherapien, da gehst du wirklich wieder in den Schmerz. Also das ist nicht mein Weg. Mein Weg ist einfach ein ganz sanfter, lieblicher Weg. Aber was wichtig ist, dieses, und es ist meistens in der Kindheit passiert, dieses Kind braucht jetzt einen Zeugen, einen Erwachsenen, und in dem Fall mich, mit einem Begleiter, also wenn ich jetzt mit meinem Trauma bin, das zu diesem Kind, das ich bin, sagt: Es war unfassbar, was dir passiert ist. Es war nicht richtig, was passiert ist. Ganz klare Position beziehen. Ich mag ein Beispiel dazu bringen. Ich war letztens massieren bei einer Masseurin und das war ganz neu. Sie kannte mich noch nicht, einfach weil ich durch den Umzug körperlich einfach eine Entspannung brauchte. Und ich habe mich total entspannt. Und dann war etwas, wo sie mich auf meine Knie aufmerksam gemacht hat. Und ich sage zu ihr so ganz spontan: Ja, das kommt davon, ich habe als Kind Scheitel knien müssen. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man muss auf so einen Holzscheitel knien. Und da ist einfach körperlich auch sehr viel passiert, abgesehen vom Emotionalen. Und sie sagt so: Na super. Und ich wusste, sie meint es ironisch. Und ich habe für mich gespürt, das stimmt jetzt überhaupt nicht. Und ich sage zu ihr: Das war nicht super. Und sie sagt: Na, natürlich nicht. Ich habe das ironisch gemeint.
Und dann sage ich, das weiß ich. Und trotzdem war es nicht super. Und sie hat mir dann fertig massiert und am Ende dann, wie ich mich wieder angezogen habe, hat sie gesagt, Samantha, danke, dass du mich aufmerksam gemacht hast auf das. Und ich habe dann gemerkt, ich war so offen, mein inneres Kind war voll da. Ein inneres Kind spürt oder erkennt oder kennt keine Ironie. Die nimmt es eins zu eins. Für mein inneres Kind war das aus ihrer Sicht von der Masseurin super. Und ich bin aufgestanden für mein inneres Kind und habe gesagt, nein, es war nicht super. Und sie hat sich wirklich bedankt und hat gesagt, es ist ganz wichtig, dass ich sie darauf aufmerksam gemacht habe. Mir ist erst nachher bewusst geworden, wow, ich bin für mein inneres Kind eingestanden. Ich habe mich währenddessen gefragt, warum sage ich das? Ich weiß, es ist ironisch. Aber es war wichtig. Es war ein Impuls da und ich habe ihn gemacht. Und ich möchte wirklich dich einladen, wenn irgendwas kommt, nimm dich ernst. Und steh zu dem. So, jetzt ist die Frage, was hat das Ganze jetzt mit Grini zu tun? Grini hat ja im Grini Garden Master und auch in dem Trinkwassergerät hexagonales Wasser. Hexagonales Wasser erinnert die Zelle an die Ur-DNA. Es gibt da tolles Video, ich weiß nicht, ob das mal in der Gruppe geteilt worden ist, über eine Forschung, die sie schon in den 80er Jahren gemacht haben. Und die Pflanzen, die Tiere haben sich an ihre Ur-DNA erinnert. Und ich habe jetzt wirklich ein halbes Jahr lang beobachtet, wie ich aus der Traumaarbeit, und ich mache das gerne, irgendwann plötzlich habe ich gesagt, nachdem ich ungefähr 2 Monate getrunken habe, habe ich gesagt, es reicht mir. Jetzt will ich den gesunden Teil kennenlernen. Und zwar in einem Maße ist der gekommen, ich werde das nie vergessen, ich bin auf Urlaub gewesen, ich gehe spazieren, ich habe gesagt, und jetzt will ich meine Lebensbestimmung wissen. Und es ist wie ein Buch gekommen, das sich aufklappt. Und diesmal habe ich es mir wirklich abgespeichert. Also ich erinnere mich daran. Und das ist das, was auch die Entwickler beobachtet haben, also nicht nur der Arthur Trenkler, aber auch die Ärzte, die mit dem schon gearbeitet haben. Es wird dein Trauma nicht heilen, wenn du nicht auch das Bewusstsein für dieses Trauma dazu entwickelst. Das heißt, das hexagonale Wasser stärkt dich, und mach gleichzeitig diesen Raum auf, wo das Trauma drinnen sitzt, damit du es wirklich annehmen kannst. Und in dem Moment, wo es angenommen wird, geht es in Frieden. Und du erkennst, die Frage ist nämlich dann, wie erkenne ich es jetzt, aus welchem Teil ich agiere? Ist jetzt das, was du gemacht hast, aus dem gesunden Teil oder aus einem traumatisierten oder aus einem Überlebensteil? Und ich möchte auch noch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich bin auch Volksschullehrerin und ich habe mich irgendwann 2012 gefragt, was ist der Grund, warum ich Lehrerin bin? Und ich bin Lehrerin von Herzen. Also da ist ein Feuer dahinter. Ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Und ich habe gemerkt, der Grund ist, das Bedürfnis dahinter ist, ich möchte den Kindern eine Familie geben. Bis ich irgendwann draufgekommen bin, Entschuldigung, das ist nicht die Aufgabe einer Lehrerin. Dann kam 2-3 Jahre später, ich will sie, was war dann? Ich habe 3 oder 4 verschiedene Gründe gehabt, warum ich Lehrerin werde. Und immer habe ich dann rückblickend gemerkt, war es aus einem Traumabereich meiner Schule, meiner Familie. Und jetzt, wie Grini zu mir gekommen ist, war wirklich so, gehe ich aus der Schule und ich war bereit zu kündigen, auch mit Corona und dem ganzen Stress. Und am Schulschluss habe ich gemerkt, nein, da ist so viel Freude da. Und jetzt ist zum ersten Mal da, ich muss nicht mehr meine Geschichten da drinnen mit den Kindern machen,
jetzt geht es mir nur mehr um die Freude. Und jetzt weiß ich, dass ich aus dem gesunden Teil agiere. Und wenn keine Freude mehr aufgrund der Umstände ist, dann kündige ich. Ich habe kein Problem damit. Und die Frage ist, wie kannst du das für dich in deinem Leben auch erkennen? Und da gibt es etwas in uns, was ganz was Besonderes ist, nämlich die Würde. Es gibt das sogenannte Würde-Ich in jedem Menschen. Sehr oft ist dieses Würde-Ich in unserer Kindheit durch Beschämung, durch Erniedrigung oder einfach durch Ignoranz von Seiten der Erwachsenen oder einfach durch das, dass das Kind in die Leere gelaufen ist. Es hat die Mama was gefragt, es hat den Papa was gefragt und die waren überhaupt nicht präsent aufgrund ihres eigenen Traumas. Es kann sein, dass diese Würdestimme leise geworden ist, aber sie ist in jedem Menschen da. Das ist diese Menschenwürde. Und wenn du eine Entscheidung triffst, und jetzt schaue ich mal, wo ich mir das aufgeschrieben habe, wenn du eine Entscheidung triffst und es bleibt ein schlechter Nachgeschmack über, aufgrund dieser Entscheidung, oder so ein Unbehagen, eine Unruhe, du merkst, da stimmt was nicht. Oder auch ein schlechtes Gewissen. Dann kannst du sicher sein, du hast nicht aus dem gesunden Teil agiert. Und es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Deine Würde entscheidet. Das kann ich wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Das ist von Udo Beer, Udo und Gabriele Beer. Deine Würde entscheidet, finde den inneren Kompass für ein gesundes Leben. Mir hat dieses Buch unglaublich geholfen, weil ich Dinge plötzlich in Worte fassen konnte oder beziehungsweise die Autoren haben es in Worte gefasst, was ich zwar gespürt habe, ich habe es nicht ausdrücken können. Und die erklären es, die machen Übungen dazu. Es ist durch eine Freundin gekommen und die Freundin hat sich aufgrund dieses Buches verändert, dass ich gesagt habe, endlich ist die Würde in meinem Leben. Also das ist etwas, was ich wirklich empfehlen mag. Ja, ich habe, weil ich mich einfach mit dem Thema sehr stark beschäftige, ich habe einen Workshop-Zyklus entwickelt. Ich nenne ihn den Goldzyklus. Das ist ein Zyklus, der im Herbst jetzt startet, wo es wirklich darum geht, das eigene Selbst kennenzulernen. Also es geht um das Bewusstsein des Selbstes. Also Selbstbewusstsein hat ja in unserer Sprache eine ganz andere Bedeutung bekommen. Also wenn man sich so stark gibt, dann sagen wir, es ist selbstbewusst. Ich habe das Wort ein bisschen zerlegt und mir geht es um das Bewusstsein des Selbst. Das Selbst ist immer so der gesunde Teil, hat die Farbe und die Energie des Goldes. Und ich habe dazu einen Zyklus entwickelt und da geht es eben beim ersten Teil um dieses Selbstbewusstsein. Im zweiten Teil geht es dann um den Willen des Selbst, also was ist der Selbstwille. Im dritten Teil geht es um die Selbstbestimmung. Was ist die Bestimmung meines Selbst und auch um das Selbstvertrauen? Vertraue ich meinem Selbst? Im vierten Teil geht es um die Selbstliebe. Und dann geht es wirklich um die Frage, liebe ich mein Selbst? Und im fünften geht es um die Selbstständigkeit. Steht mein Selbst? Stehe ich zu meinem Selbst und kann ich mein Selbst hier verwirklichen? Es ist anders als wie jetzt. Es sind immer 4 Stunden online und es geht da ganz tief um Selbsterfahrung, mit Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Austausch. Wir haben eine eigene Telegram-Gruppe, wo Vorbereitung, Nachbereitung. Also das ist eine ganz, ganz intensive Zeit. Auf meiner Homepage habe ich die Feedbacks dazu gegeben, was die einzelnen Teilnehmerinnen geschrieben haben. Und da geht es
In diesem Teil geht es wirklich um deine Vergangenheit. Wie war die Schwangerschaft, die Geburt, Kindheit und was macht es mit dir jetzt? Viele dieser Teilnehmerinnen haben sich dann wirklich beruflich ganz neu orientiert, sind aus dem Traumateil in den gesunden Teil gegangen. Ja, ich lade euch dazu ein und schreibe euch auf www.samanda.net ist das genau beschrieben. Und ich gebe ja am Samstag einen kostenlosen Online-Workshop noch einmal zu diesem Thema. Da gehen wir dann mit diesem Ziel, das ihr heute euch gesetzt habt, tiefer und schauen wirklich, dass wir aus dieser Lebensaufgabe, viele Menschen kommen mit einer Lebensaufgabe und da geht es um das Trauma der Seele. Wenn du spürst, du hast eine Lebensaufgabe, dann ist es das, was das Wort schon sagt, du gibst das Leben auf. Und viele sind ganz glücklich, dass sie ihre Lebensaufgabe gefunden haben und merken nicht, dass das nicht ihr gesunder Teil ist. Ganz oft ist das, was sie machen, wirklich ihre Bestimmung, aber sie agieren aus dem falschen Raum heraus. Und dann ist da nicht die Energie, die das Leben uns schenkt, die das unterstützt. Es ist nicht die Unterstützung da. Und die sagen dann, Samanda, ich verstehe das nicht, ich brenne so dafür. Und ich weiß, das ist meines und ich kriege nicht die Kunden oder ich kriege nicht das Geld da. Es fließt nicht. Und dann geht es nur darum, dass man dieses Thema, dieses Brennen in den richtigen Raum reinstellt, aus dem richtigen, gesunden Teil heraus und dann plötzlich fängt es an zu fließen, so wie bei mir bei meinem Umzug. Und das ist eben der Workshop, der jetzt am Samstag ist. Ihr habt es in der Masterclass eh auf Telegram, da ist die Einladung. Der findet von 16 Uhr bis 19 Uhr statt und ja, dazu lade ich euch alle ganz, ganz herzlich ein. So, das war jetzt ziemlich viel, das ist ein sehr heftiges Thema, ich weiß. Ich möchte jetzt einfach noch den Raum so ein paar Minuten geben, wenn Fragen sind, dass ihr die jetzt stellen könnt. Alexandra, vielleicht kannst du alle, also die Stummschaltung aufheben, sodass jeder, wenn er eine Frage hat, einfach sein Mikro. Ihr könnt es gerne selber machen, also einfach ganz links bei Stummschalten, dass jeder, der was sagen möchte. Okay, super. Oder die Hand heben, es gibt auch die Funktion bei Reaktion, die Hand zu heben, dann wisst ihr so reihenfolgetechnisch, wer was sagen möchte. Ja, und unten in der Leiste sind ja die Reaktionen und da ist die Hand. Und wenn jetzt eine Frage ist, dann freue ich mich darüber. Und ich weiß, das ist ein Thema, das man einfach auch ganz viel sacken lassen muss. Anne? Oh. Da melde ich mich doch mal. Genau, Samanda. Ich bin ja doch ein bisschen später eingestiegen, macht nichts. Ja, wenn ich jetzt am Samstag gerne dabei sein will, und da ging es ja jetzt um die Lebensaufgabe, was ihr vorher gemacht habt. Wenn der Teil mir jetzt da voran fehlt, es macht ja nichts. Ich kann da ja mit einsteigen, oder? Es ging nicht um die Lebensaufgabe, sondern es ging um diese Lebensvision, Trauma, was du zu einem bestimmten Bereich hast. Du kannst dir, soviel ich weiß, wird das ja auch online gestellt auf YouTube. Du kannst dir den Teil einfach nochmal anhören und dich entspannen. Und es wird eher angeleitete Reise sein, oder es ist eine angeleitete Reise. Und das kann, ihr könnt das jederzeit wieder machen zu einem anderen Thema. Also ich mache das oft, dass ich einfach ein Thema habe und dann nehme ich beim nächsten Mal ein anderes Thema. Ja, also darum geht es auf jeden Fall. Und du bist auch herzlich willkommen. Okay, danke schön. Freue ich mich.
Ja, ich schreibe jetzt einfach mal ganz kurz in den Chat meine zwei Homepages. Das eine ist die für die achtsame Körperbegleitung, das andere ist meine Greenie, wo ich es auch drinnen habe. Und ich bitte dann die Tatjana, dass sie den einen Film von Franz Ruppert, wo er über das Trauma spricht, das heißt das Trauma, die Identität, da geht es um das Trauma bei der Geburt. Ich finde diesen Vortrag einfach wirklich hörenswert. Den bitte ich die Tatjana, dass sie ihn reinstellt. Und wenn sie es nicht machen sollte, dann schreibt es mir einfach über Telegram und dann verschicke ich das da an die Teilnehmerinnen. Ich habe den jetzt nicht da, sonst hätte ich es da reingestellt. Und das Buch stelle ich auch noch geschwind rein, das heißt Deine Würde entscheidet. Amanda, ich hätte dann doch noch eine Frage. Ja, gerne. Wenn du jetzt, wir haben jetzt über das Traumata gesprochen, wenn das Traumata mich selbst nicht betrifft und es ist ein Fremdtraumata, was ich übernommen habe, arbeitet man da genauso jetzt da oder kann ich das dann erkennen? Einmal ist es ein Fremd, selbst wenn ich es dann erkannt habe, ist es, dann verstehe ich das mit den Anteilen nicht, weil du ja gesagt hast, okay, das, es gibt ja diesen gesunden Teil, wenn ich daraus agiere und so weiter. Also ja, wenn das jetzt fremd ist. Danke für die Frage. es ist ein bisschen anders und trotzdem ähnlich. Viele, und ich sage jetzt wirklich bewusst, wenn es jetzt nicht diese körperlichen Traumen sind wie Gewalt, ja, aber viele unserer Traumen sind übernommene Traumen unserer Eltern oder Großeltern. Da geht es dann ganz klar, und das können wir als Erwachsene machen, dass ich der Zelle sage, da gehe ich in die Zelle rein, wo dieses Trauma sitzt. So, ich sage jetzt einfach ein Beispiel, das ist mein Knie. Ja, oder ich habe eine Kundin gehabt, die hat eben ein Trauma im Kniesitzen gehabt. Dann gehst du da hinein ins Knie und wenn das jetzt ein übernommenes Trauma ist, dann sagst du ganz klar dem Knie, du musst das nicht mehr tragen. Das gehört, ich sage jetzt mal, der Oma oder ein Opa. Vielleicht ist der Opa ins Knie geschossen worden. Ja? Das gehört nicht zu dir. Erinnere dich an dein Selbst. Ich meine, in der Körperarbeit legt man die Hand auf an dieser Stelle, aber das kannst du selber auch machen. Und vor allem, wenn du dann das hexagonale Wasser hast, das hexagonale Wasser unterstützt dich. Da ist es dann wirklich, also ich habe es eben beim hexagonalen Wasser gemacht und bei meinem vorigen Zyklus, ich bin auch mit Sprays in Kontakt gekommen von Lavi Lights, die arbeiten auf der energetischen Ebene und die machen das auch. Darum kann ich solche Workshops online geben, weil dort körperlich schon oder ganzheitlich schon vorgearbeitet worden ist. Und es geht wirklich um diese Klarheit, die du als Erwachsene deinem Körperteil oder deinem inneren Kind sagst oder dem Baby in dir. Das bist nicht du. Du bist Schönheit. Du bist ein Wunder. Ja? Und du bist nicht, in dem Fall darf man ruhig das nicht sagen, wenn du direkt sprichst. Und ich habe gemerkt, je klarer du bist und je klarer du sagst, es war nicht richtig von dem oder der, dir dieses Trauma zu geben, damit löst sich ganz vieles. Und ich liebe es, wirklich selber Körpersitzungen zu bekommen, weil ich spreche das laut oder leise aus und die Therapeuten, die das manchmal ja gar nicht wissen, die sagen mir dann, wie der Körper reagiert, was sie wahrnehmen. Und sie sagen oft, es ist unglaublich, wie die Zelle reagiert, wenn du das sagst. Und ich kann sehr klar sein. Und trotzdem sehr liebevoll.
Und je liebevoller, bedenk immer, und das ist bitte jetzt an alle, bedenk, wir haben Traumen, die wirklich als Baby, in der Babyzeit passiert sind. Mit Babys redest du anders als wie mit einem Erwachsenen. Du musst deine Sprache auch dem Baby anpassen. Und ich kann wirklich schimpfen und wütend sein. Das würde ich mit dir als Erwachsene tun, aber mit einem Baby rede ich ganz anders. Und was ein Baby, da muss man langsamer reden und leiser und nicht zu viel. Ein Baby kann das alles nicht mitkriegen. Einen Satz reicht. Du bist ein Wunder. Ich liebe dich. Ja, danke. Danke. Ja, wenn dann keine Fragen mehr sind, dann sage ich, ich möchte wirklich meine Wertschätzung ausdrücken für euren Mut. Jeder, der sich mit dem Trauma auseinandersetzt, mit dem eigenen Trauma, heilt ein Stück, heilt auch ein Stück kollektiv. Es werden zurzeit gerade ganz viele Traumen kreiert, die wieder von traumatisierten Menschen erschaffen werden. Und jede von euch, der und die mit sich selber arbeitet, heilt etwas. Und ich bin für das zutiefst dankbar. Also danke für euer Dasein. Ich hoffe, ich sehe euch am Samstag wieder. Und ja, danke auch Alexandra und Tatjana, dass ich den Raum hier zur Verfügung bekommen habe. Sehr gerne. Wir danken dir. Es war super, super schön. Und was ich spannend finde, Tatjana und ich, wir sind ja auch Themen, die wir so durchgehen und dass man doch nochmal, allein schon durch Erinnerungen und nochmal eine andere, es auf einem anderen Level irgendwo wahrnimmt und nochmal anders integriert für sich. Deshalb war es auch für uns super, super schön und spannend. Und ich schaue mal, dass wir morgen im Laufe des Tages, spätestens am Freitag, die Aufzeichnung reinstellen und mit allen Videos und Links und dann genau, könnt ihr es nochmal nachgucken. Für Anne, die es nicht gesehen hat oder später dazu kam. Und dann, ja. Also ganz, ganz lieben Dank. Einen wunderschönen Abend euch allen. Und schöne Energie aus Mallorca gebe ich euch gerne mit. Und bis bald. Tschüss, danke. Danke.